Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zum neuesten Video, wieder auf Last Ross 300. Und ja, wie letztes Mal ging das Video ja... Oh Scheibe, das habe ich jetzt vergessen zu holen. Ich wollte mir eigentlich noch ein Ding holen, wie heißt es? Cast. Letztes Mal lief das Video ein bisschen zu lange, muss ich gestehen. Aber es ist nicht so schlimm, sagen wir es so. Ich wollte es ja, aber ich habe nicht erwartet, dass es fast 30 Minuten geht. Aber ja. Dann umso besser jetzt, dass jetzt muss ich ein bisschen drauf schauen. Und Moment, ich kaufe mir jetzt zuerst 20 Millionen kostet das alte, das kostet alles so viel Geld, ich habe kein Geld für. Oh Mann. Na komm, dann mach mir das jetzt so. Mach mir das halt so. Oder können wir das auch hier kaufen? Ach, schau das mal, Cooldown 10. Ja, das kann nicht das. Was wollte euch sagen wollte, schaut mal, was ich für eine Rüstung mittlerweile schon habe. Plus 30 und die Waffe auch plus 30. Ihr müsst unbedingt schauen, was ihr bekommt im Lager. Ihr bekommt jedes Mal krassere. Das erste Mal plus 10, das erste kriegt es glaube ich plus 10. Und jetzt, wie ihr jetzt gesehen habt, bei mir jetzt plus 30, also wirklich kriegt. Das ist wirklich gut, das kriegt ihr immer geschenkt, das ist super. Aber Hast. Ah, da müsste ich das andere Hast auch noch haben von der Heile, von der Mage. Moment. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen unstrukturiert und ein bisschen planlos rede, aber das ist wieder das sozusagen das Normale. Also ich habe jetzt so viel Privatserver gespielt und jedes Mal ist es was anderes. Und darum, nicht dass es, ich hoffe mal, es kommt nicht zu planlos rüber. Aber ihr müsst vorstellen, ihr spielt so viele verschiedene LC. Im einen LC bekommt man die Rüstung umsonst, beim anderen muss man sie wieder droppen, dann bekommt man automatische Buffs, dann wieder nicht. Versteht ihr, was ich meine? So. Darum, ja. Aber ich muss es, was ich euch sagen möchte, es ist wieder mal schön, einfach ein normales Alt zu spielen. Nachdem ich 1, 2, 3 verschiedene Spiels oder Alte gespielt habe, die wirklich ein bisschen komisch waren, beziehungsweise schon gut, aber nicht normal. Und ich kann mich mal, und jetzt, ich dachte jetzt mir schon, ich mache das Schneemal und alles sein, aber ich habe kein Geld und das Problem ist, jetzt ohne Witz, Moment aber kurz, ja schnell down machen. Es gibt ja die Samen, da die 10-mal so viel Gold bekommst oder ich weiß nicht. Die habe ich jetzt auch nicht gesehen, um zu kaufen. Vielleicht gibt es die hier im Shop. Müsste ich mal schauen, ob es das hier eventuell gibt. Das wäre nämlich sonst wirklich was, um ein bisschen an Gold zu kommen. Und ich frage kurz meinen Lehrmeister, wie man hier am besten an Gold kommt. Ihr müsst euch vorstellen, ich hab jetzt immer wieder relativ regelmäßig Videos gebracht. Dann war es aber so, ich habe mir immer ein bisschen im Voraus Gedanken darüber gemacht. Vielleicht auch im Unterbewusstsein und wie auch immer. Und jetzt läuft alles so spontan hier, dass man, dass es ein bisschen halt unstrukturiert ist und alles, aber das wird sich sicher alles noch legen. Muss ich mich daran gewöhnen, ja, dann geht das schon. Bin ich jetzt positiver Meinung.
oder positiv eingestellt. Ja, ich weiß, man bekommt Buffs, aber das gilt nicht. Für die Buffs, die kosten also im tiefen Level, glaube ich, 25 Millionen. Da bekommt man ganz viel, aber das ist aber geil, dass man dann wirklich ganz viele Buffs bekommt. Da muss ich jedes Mal, ach, ich brauche jetzt nicht. Du zahlst einfach 25 Millionen, du hast alle Buffs, egal, jetzt schlecht wird es sicher nicht sein. Es gibt vielleicht schon den einen oder anderen Buff, den man nicht unbedingt braucht. Aber so ist es auch nicht schlecht. Also. Denke ich jetzt mal, also. Aber ihr könnt auch gerne. Ach, das ist doch so ein. Ich könnte auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oder auch, ob ihr im Spiel seid. Das Lustige ist, bis jetzt habe ich noch keinen getroffen, sozusagen, der das Spiel nicht. Also der mich nicht kennt. Ich habe noch niemand hat mir geschrieben, hey, wie geht's und so. Also, da muss man schauen, nach 2-3 Videos online gekommen sind, dann schreiben die Leute wieder. So lustig. Aber es ist halt, weil ihr gamet das, sagen wir so, du hast jetzt einen Lieblingsserver und du spielst jetzt eigentlich nur immer auf diesem Server. Und du schaffst schon meine Videos und alles, aber du gehst jetzt richtig auf das Game. Und dann komme ich rein, du siehst das und dann schreibst du mir. Versteht ihr, was ich meine? Oder? Oder beziehungsweise vielleicht nachdem Videos hochgekommen sind. Sie schauen vielleicht auch nur von dem Server irgendwelche Schlachtvideos. Wie sagt man? Von den Schlachten im Irak oder auch in Dathan. Vielleicht auch so, ja. Weiß es gar nicht. Aber Wanderprobleme habe ich jetzt auch wieder. Das ist auch ein bisschen. Bisschen mühsam jetzt. Was soll ich machen? Ich kann ja wirklich eigentlich nichts tun. Krass, sieht schon geil aus. Seht ihr die hier? Das ist nicht nur blau, sondern auch so gelb. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ich denke mir, das ist auch nicht normal. Weil das Teil hier mit dem Teufel ist eigentlich auch nicht normal. Aber. Ja, 3 Millionen. Also, es geht lang, bis ich mal. Geld ab für einen Absorb. Ein Absorb kostet jetzt 10 Millionen, glaube ich. Aber wir werden sonst vielleicht auch mal in den nächsten Folgen mal rausfinden, wie man hier wirklich an Geld kommt.